Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir sind jetzt dabei, oder beziehungsweise unsere Mission ist jetzt, zum Gefängnis des Forts zu schleichen. Wir könnten das natürlich machen. Hier steht schleichen. Ich hau die beiden hier um und wir stürmen das Ding. Okay, wir hauen die beiden doch nicht um, weil das sind doch ziemlich viele. Wir hauen das Ding in einer One-Man-Show völlig kaputt, aber eben habe ich ja den Schlüssel hier geklaut. Und da will ich jetzt nochmal rein, weil da ist noch eine Kiste. Die habe ich völlig verpasst. Die Kisten sind immer gut. Halt die Fresse. Bist du tot? Geht doch. Ach, da vorne ist er. Komm jetzt ran hier. Oh. Oh, das sah übel aus. Wollte ich gar nicht so machen, aber wenn sie mir keine andere Chance lassen, ne? So, Jungs. Gibt's hier irgendwie die Möglichkeit? Ich wusste es doch. Zack, 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 zack. Sehr cool gemacht. Wo kommst du denn her? Kann ich dich auch irgendwie tragen oder sowas? Ja. Ich meine, das ging doch. Muss ja keiner sehen. Auf Wiedersehen. Das war so einfach, ey. Oh. Scheiße, das war doof. Das war ganz doof. Okay, menschliches Schild. Ah, das wäre... Gut. Unseren Freund sollen wir jetzt treffen. Mal überlegen, ob wir irgendwie hier hinten rauskommen. Der macht einfach keine Anstalten. Er schreit nicht. Ob er hier vorne irgendwo runterspringt. Ich werde überlegen, ob er einfach ins Wasser springt. Oh Gott. Herzinfarkt. Ah, es hat so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Zack, 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 zack. Ja, nicht immer noch die blutige Nase. Ne, jetzt ist sie inzwischen mal sauber. Tut mir leid wegen dem Zucker. Ich habe nur ein paar Hände. Kein großer Verlust. Ich habe noch reichlich andere Fracht, um die Reise profitabel zu gestalten.
Wirst du lange hier bleiben? Ein paar Wochen, ja. Dann zurück nach Barbados, in die Tristesse des Familienlebens. Wähle nicht die Tristesse. Segle nach Nassau. Leb dein Leben, wie du willst. Habe ich nicht gehört, dass es in Nassau vor Piraten wimmelt? Das klingt irgendwie schäbig. Nicht schäbig, befreit. Oh Gott, das wäre ein Abenteuer. Aber nein, nein, ich bin Ehemann und Vater und trage große Verantwortung. Das Leben ist mehr als Freude und Ablenkung, danke. Hey, Bonnet. Ich heiße Edward in Wahrheit. Duncan ist nur ein Deckname. Ah. Ein geheimer Name für euer Geheimtreffen mit dem Gouverneur. Der Gouverneur, ja. Ich glaube, ich ließ ihn lange genug warten. Ja, ich glaube auch. Nicht den Kämpfer verwickeln lassen, weil es nicht geschafft. Naja. Ich ist nicht meins, dieses Geschleiche. Ich mag lieber so dieses. Den Kurier fangen und plündern. Nebenaktivität. Das ist der grausame Captain Calloway. Oh. Willst du noch was sagen? Willst du auch noch was sagen, hä? Komm ja, gleich ein paar aufs Maul. Links, rechts, ihr kriegt alle welche. Einmal in Rage und dann geht die Party richtig ab hier. Wollen wir's? Wir machen's. Oh, das muss auch wehgetan haben. Da, da, da. Hast du irgendwie was Cooles für uns? Haben wir irgendwie Jagdbeute? Nee, die behalten wir nochmal. Munition für was? Ach, Rauchbomben brauchen wir nicht. Und wieder zwei. Und die nächsten vier. Ah, das hier sind Leute, die ich anheuern kann, damit der für mich kämpft. Nee, lass mal. Stecken wir so weg. Wir müssen nicht alle Nase lang einen umlegen. Hier ist eine Kiste irgendwo. Ist okay, nimm nicht den leichten Weg. Und wieder 300, gut gemacht, sehr schön. Oh, das ist das Einzige, was mich echt extrem nett. Sprint ist und er. Battle Royale! Die beiden hätten interessiert's gar nicht. Sechs ihrer Männer sind gerade draufgegangen. Mr. Walpole, nehme ich an. So heißt die Mission. Buenos dias. Duncan Walpole aus England. Ich will zum Gouverneur. Ich glaube, er erwartet mich. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. Danke, Jungs. Die Terrasse erreichen. El, ¿cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos franceses e ingleses. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más respetable. Lleva meses en alta mar. Y con gente con él. Tip, tip. Tip, 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 tip. Guten Morgen, Sir.
Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr Duncan Walpole seid? Der bin ich. Das dachte ich. Woods Rogers. Eine Ehre. Ebenso. Ich muss sagen, meine Frau ist keine gute Beobachterin. Verzeihung. Mein Weib. Ihr traf sie vor einigen Jahren beim Maskenball der Percys. Ah, nun. Sie nannte euch teuflisch gut aussehend. Offenbar eine Lüge, um mich eifersüchtig zu machen. Julia, unser Ehrengast ist eingetroffen, Mr. Duncan Walpole. Julia Ducasse. Ich hoffe, euer Übertritt in unseren Orden ist aufrichtig. Ich schätze die Assassinen nicht, doch Lügner noch viel weniger. Ich kam nicht her, um zu enttäuschen. Wie wär's mit etwas Sport, Duncan? Der alte Mann ist noch nicht bereit für uns. Der alte Mann ist noch nicht bereit. Wir sind da irgendwie reingekommen. Ihr habt meine besten zwei Paare baugleicher Pistolen, Duncan. Seid bitte vorsichtig damit. Hätte ich acht, würde ich sie wie meine Söhne behandeln. Verschießt ein paar Kugeln, wenn ihr mögt. Entwickelt ein Gefühl. Ich kämpfte einst mit einem Mann, der Pistolen bei sich trug. Sie war durchschlagend im Kampf, doch ihn hatten sie ihn am Schwimmen. Leider. Hört, hört. Gut durch, was? Ich warte auf den Tag, wo meine Waffe vier Kugeln fasst und nicht andersherum. Ihr solltet einen englischen Freund finden, Julian. James Puckle. Er arbeitet an etwas Außergewöhnlichem. Magnifique! Duncan, wo sind eure Klingen? Nie war jemand schlechter ausgerüstet als ihr. Ah, beschädigt leider. Nicht mehr zu retten. Aha. Trefft eure Wahl. Wo habt ihr die alle gefunden? Ich habe sie nicht gefunden. Ich nahm sie. Es sind Souvenirs. Zwei Klingen, so will es der Brauch, Hui. Brauch, ei. Danke. Wärt ihr so freundlich, uns eure Techniken zu demonstrieren? Nun, ich... Ihr müsst. In Erwartung eurer Ankunft haben wir einen kleinen Übungsparcours vorbereitet. Es wäre schade, abzureisen, ohne euch in Aktion zu sehen. Ja, natürlich. Ich meine, wenn die Zeit es erlaubt, zeige ich euch alles, was ich weiß. Ihr, seht ihr? Perfekt auf euch abgestimmte Situationen. Legt los. Die Klinge in der Menge ist das Einfachste. Nichts Grandioses. Nur schnell und sauber. Zeigt uns noch eine Technik. Recht einfallsreich, Heuhaufen als Deckung zu nutzen, meint ihr nicht? Genau, das ist der Punkt. Geheimhaltung. Das Überraschungsmoment ist von allergrößter Bedeutung. Ist es nicht so? Vor allem an uneinsehbaren Ecken. Neben ihrer offenkundigen Wirksamkeit sind Luftattentate von poetischer Schönheit. Seid ihr es uns? Zack, von Schönheit. Magnifik. Besteht auch die Möglichkeit, den Todesstoß im vollen Lauf auszuführen? Das ist am coolsten. Und... So, reicht jetzt, ne? Wunderbar. Die Assassinen haben euch gut ausgebildet. Ihr habt ihn im rechten Moment den Rücken gekehrt.
Das war riskant, schätze ich. Die Assassinen zu hintergehen, kann äußerst ungesund sein. Und Schnaps zu trinken ebenfalls, doch einige Risiken nehme ich gern in Kauf. Und was ist euer Anliegen hier, Sir? Seid ihr ein Mitarbeiter des Gouverneurs oder ein fast Bekannter wie ich selbst? Gewehre, Klingen, Kanonen, Granaten. Alles, was einen Mann töten kann, liefere ich euch mit Freude. Also eine Art Schmuggler. Und wie geht es eurem Weib der Zeit, Captain Rogers? Ist sie hier? In Havanna? Es wird ihr gut gehen, auch wenn ich es nicht weiß. Ich war über 14 Monate in Madagaskar, Piraten jagen. Es war mühsam, die Schurken von dort zu vertreiben, doch wir schafften es. In Zukunft gedenke ich, dieselbe Taktik in der Karibik einzusetzen. Und wie wurdet ihr mit ihnen fertig? Das war nicht schwer. Viele Piraten sind nicht klüger als Affen. Ich ließ ihnen einfach die Wahl, das Pardon annehmen und arm aber frei nach England zurückkehren oder auf der Stelle gehängt werden. Ah, dann könnte Nassau euer nächstes Ziel sein. Wie scharfsinnig, Duncan. Jawohl. Na dann viel Glück. Glück brauchen nur die, die es nicht können. Großmeister Torres, Mr. Duncan Walpole ist eingetroffen. Sie. Ihr wurdet vor einer Woche erwartet. Verzeiht, Gouverneur. Es gab einen Überfall durch Piraten. Wir wurden versenkt. Ich traf erst gestern hier ein. Bedauernswert. Verzeiht meine Vorsicht. Doch konntet ihr das vor diesen Piraten retten, was ihr mir versprochen habt? Ja, Sir. Konnte ich. Incredible. Die Assassinen haben mehr Ressourcen, als ich gedacht hätte, jedoch. Nicht genug, um uns abzuschrecken. Ich freue mich sehr, euch endlich zu treffen, Duncan. Höchst willkommen. Kommt, meine Herren, wir haben viel zu besprechen. Das hört sich nicht gut an. Endlich beisammen. Und in solch kontinentaler Gesellschaft. England, Frankreich, Spanien, die Bürger trauriger und korrupter Reiche. Doch nun seid ihr Templer, die geheimen und wahren Herrscher dieser Welt. Bitte, streckt eure Hände aus. Verinnerlicht und achtet unsere Absichten. Führt alle verirrten Seelen, bis sie auf dem rechten Weg sind. Leitet alle verirrten Triebe, bis die Leidenschaft sich abkühlt. Lenkt alle verirrten Geister zu sauberen Gedanken. Im Lichte des Vaters des Verstehens. Lasst uns zu Werke gehen. Vor Jahrzehnten übertrug mir der Rat die Aufgabe, hier in der Karibik einen vergessenen Ort zu finden, den die Vorläufer einst das Observatorium nannten. Seht her. Seht euch diese Bilder an und prägt sie euch gut ein. Sie erzählen eine uralte Geschichte. Seit zwei Dekaden bemühe ich mich, das Observatorium zu finden. Einen Ort, der angeblich ein Werkzeug von unvorstellbarer Macht beherbergen soll. Es enthält eine Art Armillarsphäre sozusagen. Ein Gerät, das uns die Macht verleiht, jeden Mann auf der Erde zu finden und zu beobachten, wo immer er sich befindet. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, eine solche Macht zu haben. Mit diesem Gerät gäbe es keine Geheimnisse mehr. Keine Lügen, keine Betrüger. Nur Gerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit. Das ist das Versprechen des Observatoriums und wir müssen es für uns gewinnen. Kennen wir denn seinen Standort? Werden wir bald. Denn der Einzige, der ihn kennt, ist in unserer Gewalt. Ein Mann namens Roberts. Er galt einst als Weiser. Es ist 45 Jahre her, dass jemand einen wahren Weisen sah. Können wir sicher sein, dass er echt ist? Wir sind überzeugt davon. Die Assassinen werden ihn sich holen. Das werden sie wahrscheinlich. Ja, das werden sie. Doch, dank Duncan und der Informationen, die er uns brachte, werden die Assassinen kein Problem für uns darstellen. Morgen wird sich alles aufklären, meine Herren, wenn ihr den Weisen persönlich trefft. Bis dahin, lasst uns trinken.
Lasst uns das Observatorium gemeinsam finden. Denn vor seiner Macht werden Könige fallen, der Klerus erblassen. Und die Herzen der Welt werden uns gehören. So, wenn Mr. Valpo nehme ich an. Schlaft gut, Duncan. Morgen wird die Schatzflotte einlaufen und damit eure Belohnung. Und danach besprechen wir unser Vorgehen. Ich freue mich drauf. Exzellente. Trefft mich unten an den Docks gleich als erstes morgen früh. Alles klar, Bro. El Gobernador Torres erbittet eure Anwesenheit an den Docks neben dem Castillo. Gleich morgen früh. Morgen früh. Habt ihr gehört, Jungs? Morgen früh. Und Nummer 6. Versteckten Klingen sind der Hammer, ey. Machen wir den ja. Zack, zack. Ach, diese Moves sind so geil. So, wir laufen jetzt noch runter und dann machen wir für heute dann auch schon wieder Schluss mit dieser Folge. Dann haben wir nämlich schon wieder die Zeit erreicht. War auf dem Weg dorthin. Werden nochmal zwei mitgenommen. Und euch wird einfach das. Er hat auch richtig Angst, ey, wie er läuft. Der Wahnsinn. Wir beide werden auch noch mitgenommen. Zack, zack. Und beide weg. Habt ihr das gesehen? Ey, war das... Die Frauen sind gut. Das sind noch wahre Powerfrauen. Zack. Zack, zack, zack. In dem Spiel ist immer Leben. Ich finde das so genial. So, wir starten die Mission sofort, aber erst machen wir ein kleines Folgenpäuschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.